Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es meine Mai-Favoriten. Ich zeige euch wie jeden Monat das Beste aus den letzten 4 Wochen, was ich gerne benutzt habe, was mich begleitet hat, was mich überzeugt hat. Wenn ihr wissen wollt, was das war, dann bleibt jetzt dran. Das erste, worauf ich eingehen möchte, ist das Thema Hautpflege. In den ersten Wochen nach der Geburt, also im Wochenbett, muss ich sagen, hatte ich wirklich gar nicht die Zeit, mich irgendwie um mich zu kümmern. Also Hautpflege, Körperpflege, alles war wirklich auf das Bare Minimum runtergebrochen, also auf das Mindeste runtergebrochen, weil das einfach so eine neue Lebenssituation war und ja, ganz so romantisch, wie das Wochenbett immer dargestellt wird auf Social Media, muss ich sagen, war es nicht. Es ist schon körperlich wirklich eine Herausforderung und an Beauty habe ich da gar nicht gedacht. Jetzt aber im letzten Monat, wo ich mich wirklich super gut in diese Mutterrolle reingefunden habe und auch jetzt meine Routinen habe und wir wirklich eine so harmonische, schöne Zeit hier erleben, hatte ich wieder ein bisschen Zeit, mich um meine Haut zu kümmern, die sich nach der Geburt nicht stark verändert hat. Das Einzige, was ich total krass momentan habe, ist Haarausfall. Extrem, muss ich sagen. Also ich habe hier ständig Haarbüschel in der Hand, überall fliegen hier die Haare rum. Aber die Haut hat sich tatsächlich nicht verschlechtert in dem Sinne, aber ich habe gemerkt, ich habe sie schon echt ganz schön vernachlässigt. Sie war dann ganz schön trocken, die Poren sind wieder größer geworden. Wie ihr wisst, habe ich in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, mich intensiv mit Inhaltsstoffen beschäftigt und da meine Produktreihe und auch worauf ich achte bei Skincare ziemlich geändert. Ich bin ja so von Naturkosmetik zu wirkstoffreicher Kosmetik gegangen, also effektive Wirkstoffe, die wirklich etwas an der Haut verändern und fahre damit sehr gut. Und ich habe euch die Marke auch schon mal bei Instagram vorgestellt und möchte euch jetzt aber mal Salted Beauty vorstellen, denn die Produkte benutze ich zurzeit und bin sehr, sehr zufrieden damit. Denn das Coole bei Salted ist, dass sie einen persönlichen Matchmaker auf der Seite haben. Also ihr könnt genau eure Hautbedürfnisse eingeben. Wie ist eure Haut? Was wollt ihr mit eurer Skincare-Routine erreichen? Und das habe ich jetzt eben nach der Geburt auch gemacht, weil ich da so ein paar Baustellen hatte, wie größere Poren, Trockenheit und so weiter. Und die wollte ich eben gezielt angehen und da meine ganz persönliche Routine bekommen. Und der Matchmaker, den verlinke ich euch in der Infobox, der ist wirklich, finde ich, sehr gut aufgestellt. Man kann wirklich seine Hautbedürfnisse eingeben und man bekommt dann die persönlichen Produkte sogar mit dem Namen. Hier habe ich zum Beispiel die Gesichtsreinigung. Hier steht auch drauf Talisa Minouche, Match ID, Gesichtsreinigung. Das Coole ist, ich achte ja wirklich auf Kosmetik ohne Duftstoffe. Da bin ich auch bei Salted fündig geworden. Dann, was ich super cool finde, ich benutze ganz gerne Vitamin C in meiner Routine, weil ich immer finde, das gibt der Haut sehr viel Frische und so einen richtigen Kick, dass sie sehr, sehr glowy ist und einfach frisch und gesund aussieht. Und gerade wenn man nicht so viel Schlaf hat, braucht man ja einen ordentlichen Boost. Aber auch vor meiner Mutterschaft habe ich darauf sehr geachtet, Vitamin C zu benutzen. Da gibt es jetzt eben diese Vitamin C Drops. Die sind einzeln, die kann man aufs Gesicht auftragen. Das mache ich meistens morgens. Das hier liebe ich besonders, das ist das Step Forward Niacinamide Serum. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Hautpflege beschäftigt, werdet ihr relativ schnell rausfinden, dass eigentlich alle Skincare-Experten von Niacinamiden reden und ständig das loben, wie toll das ist. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch erst darauf gekommen und benutze es daher regelmäßig, denn ich habe relativ große Poren und Niacinamide sollen dafür sorgen, dass das Hautbild allgemein verbessert wird. Es kann auch Unreinheiten und Rötungen reduzieren, aber eben auch, dass die Poren sich wieder so ein bisschen verfeinern bzw. sich normalisieren und man nicht so große Poren hat. Ich würde sagen, das ist mein größtes Hautproblem, dass ich nicht so ganz feine Haut habe, sondern eher große Poren und deswegen arbeite ich da mit Niacinamiden total gerne, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass sie dann zumindest ein bisschen sanfter werden, also das Hautbild allgemein etwas ebenmäßiger wird. Natürlich gehen sie jetzt nicht komplett weg, meine Haut ändert sich nicht, aber ich finde, ja, man verändert schon auf jeden Fall etwas. Dann gibt es hier noch die Tages- und Nachtpflege, die benutze ich eben morgens und abends und das finde ich cool, wenn man da nicht viel machen muss. Man hat wirklich diese Range und kann sich darauf konzentrieren. Das geht mittlerweile bei mir in 3 Minuten, abschminken, Gesicht reinigen, Booster oder eben das Serum drauf, Nachtpflege und ich lege mich ins Bett und das kann man auch schaffen, wenn man Mutter ist oder allgemein einen sehr busy Alltag hat. Das mag ich einfach an so einer festen Routine, dass man nicht ständig denken muss, oh, was nehme ich jetzt, was könnte ich jetzt hier noch machen, sondern man hat seine 5, 6 Produkte, auf die kann man sich verlassen. Deswegen Tages- und Nachtpflege habe ich hier sogar an einem, finde ich super.
Oder wenn es dann mal ein bisschen mehr sein soll und ich Zeit habe, nehme ich auch sehr gerne diese Nourishing Mask hier. Die wurde mir eben auch in meiner Hautanalyse bei Salted empfohlen. Das ist einfach eine Maske, die nochmal sehr reichhaltig ist und meiner Haut ganz viele Pflegestoffe liefert. Das mache ich dann mal an einem Sonntag, wenn ich Zeit habe. Und das Coole bei Salted finde ich eben, dass es eine nachhaltige Marke ist, die nur vegane und tierversuchsfreie Kosmetik herstellt. Alle Produkte sind ohne Mikroplastik und das finde ich so super, weil bei wirkstoffreicher Kosmetik ist es mir nicht nur wichtig, dass sie funktioniert, sondern eben auch so ein bisschen darauf geachtet wird, dass es nachhaltig ist und eben nicht die Umwelt belastet. Und ich möchte auch wirklich kein Mikroplastik in meiner Pflege haben. Ich finde es nicht cool. Mit meinem Code TALISAYT bekommt ihr sogar 50% Rabatt auf alle Salted-Produkte und könnt euch da echt mal gut durchtesten und den Matchmaker anschmeißen und schauen, welche Produkte zu euch passen. Und ihr bekommt ein Free-Gift dazu. Also echt eine coole Aktion. Nach den 2 Wochen bekommt ihr immer noch 45% Rabatt. Dann muss ich sagen, habe ich eigentlich fast nur kleine Handtaschen und ich liebe Handtaschen, vor allem sehr elegante Handtaschen. Aber jetzt als neue Mama habe ich dann irgendwann festgestellt, und je älter der Kleine wird, dann passt es nicht mehr so. Einfach nur sich eine kleine Handtasche umzuhängen, wo man irgendwie einen Schlüssel, ein Handy und einen Autoschlüssel vielleicht noch reinkriegt und ein paar Kaugummis. Das reicht dann einfach nicht mehr aus. Man schleppt ja dann tendenziell immer noch den ganzen Kram vom Kind mit. Und da habe ich gedacht, okay, ich brauche einfach mal eine coole, große Tasche, die praktisch ist und wo richtig viel reinpasst, wenn man mal länger unterwegs ist, auch mit dem Kleinen, wenn man mal kleine Trips macht. Also ja, da muss einfach mal was anderes her. Da muss einfach mal was anderes her, was jetzt mehr zu meinem Lifestyle, zu meinem neuen Lifestyle passt, der sich jetzt über sehr viele Jahre ja ziehen wird. Und deswegen habe ich mir diese Tasche hier gekauft von V-Collective. Berlin, das ist ein Berliner Taschenlabel. Ganz lustig. Das habe ich auch öfter mal gesehen. Also ich habe dann gemerkt, das ist ganz schön Trend bei Instagram. Und dann war ich bei meiner Frauenarztpraxis und habe gesehen, ach, das Label ist ja da im Haus. Ja, also Leute, das hat dann irgendwie auch nochmal dazu geführt, dass ich dachte, irgendwie hat es meine gesamte Schwangerschaft diese Praxis betreut und das Taschenlabel ist genau in diesem Haus und ich verbinde einfach mit diesen Terminen sowas krass Positives. Also ich bin immer total beseelt, meistens zumindest aus der Praxis, weil die Schwangerschaft sehr unkompliziert war und es waren immer so schöne Termine für uns da, wo wir dann uns nach jedem Termin so unglaublich gefreut haben, dass alles in Ordnung ist und dass es dem Kleinen gut geht und wir haben dann irgendwie draußen noch einen Kaffee getrunken und die Ultraschallbilder uns angeguckt und das ist einfach eine super schöne Erinnerung für mich und dann dachte ich irgendwie, krass, das muss ein Zeichen sein. Deswegen ja, habe ich mir jetzt diese Tasche hier gekauft von V-Collective und dann habe ich erst gesehen, dass es tatsächlich so eine mega hippe Tasche ist, die ganz viele Prenzlauer Berg-Moms tragen. Jetzt bin ich also im Club anscheinend. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Tasche ist auf jeden Fall super cool und praktisch, weil sie wasserabweisend ist und dementsprechend auch, wenn mal irgendwie Saft da drauf kommt, ne? Ihr wisst ja, wie Kinder sind, dann kann man das einfach abwaschen und das fand ich so wirklich so ein Selling Point für mich von der Tasche, dass sie eben wasserabweisend ist und einfach sehr groß ist. Sie gibt es tatsächlich auch noch in einer noch größeren Variante. Ich habe jetzt hier das Modell M genommen. Da ist auch ein Gurt dabei, man kann sie sich umhängen, man kann sie aber auch einfach so tragen. Und ich finde die einfach super stylisch, super cool. Ein Fashion-Teil möchte ich euch aber noch zeigen. Und zwar sind es diese Sneaker hier von New Balance. Die habe ich so, so gerne getragen, weil sie einfach wirklich unglaublich bequem sind. Also ja, früher hätte man vielleicht gesagt, so ein bisschen so ugly Sneaker, aber ich finde die total cool. Ich mag das auch ganz gerne, die zu schicken Outfits, wie zum Beispiel zu einem klassischen schwarzen Blazer zu kombinieren. Also sozusagen oben schick mit einer Bluse und einem Blazer und dann irgendwie das ein bisschen zu brechen mit Leggings und diesen Sneakern. Also das war eigentlich meistens so mein Go-To-Outfit für lange Kinderwagenspaziergänge oder mal kurzen Einkauf mit dem Kinderwagen. Ich finde die einfach unglaublich bequem und einfach sehr, sehr stylisch. Und das waren meine meistgetragenen Schuhe im April und im Mai. Und ja, ich mag einfach diese Kombination aus sportlich und elegant. Das sind so Sachen, die trage ich einfach sehr gerne. Werf mir dann Blazer über, das funktioniert auch immer. Und ich finde, so ist man auch ganz gut angezogen und so fühle ich mich derzeit sehr, sehr wohl. Meine absolute Lieblingssüßigkeit waren diese Cups hier von Koro. Ich habe leider alle aufgegessen. Deswegen kann ich sie euch nicht zeigen, aber die fand ich einfach so unglaublich lecker, obwohl ich nicht unbedingt der Zartbitter-Typ bin, aber diese Cups
mit Erdnussbutter drin. Die sind so, ja, leicht salzig, also salzige Erdnussbutter und dann mit Zartbitterschokolade drum. Ich war wirklich süchtig. Es ist so lecker. Also ich bestelle ja immer mal wieder bei Koro und da hatte ich mir echt so einen ganzen Packen bestellt und ich war super begeistert. Das gibt es auch mit Mandelbutter, glaube ich. Die hatte ich auch, die fand ich auch gut, aber die mit Erdnussbutter fand ich noch leckerer. Also das war meine allerliebste Süßigkeit diesen Monat. Obwohl ich auch sagen muss, das stimmt nicht, es war nicht die einzige, blende ich euch hier auch ein. Was ich auch extrem geliebt habe, war Eis. Momentan esse ich einfach sehr gerne Eis. Und es gibt jetzt endlich bei uns, also zumindest war das bei unserem Rewe so, die Oatly-Eissorten. Und die hatte ich schon mal in Schweden entdeckt und dachte, wann kommen die denn endlich nach Deutschland? Und jetzt, glaube ich, 2 Jahre später, das war nämlich 2019, ja, sind sie endlich angekommen und ich finde alle Sorten durch die Bank weg unglaublich lecker. Super, super cremig, Eis auf Haferbasis. Was den Medienkonsum anging, habe ich tatsächlich wieder mehr angefangen, Podcasts zu hören, weil das jetzt einfach wieder mehr möglich war. Schauen ist immer ein bisschen schwierig, obwohl ich sagen muss, ich habe eine Serie geschaut, die sehr untypisch für mich ist. Ihr werdet jetzt lachen, es ist nämlich eine deutsche Serie. Es ist nicht so, dass ich deutsche Serien nicht gucke, aber eher weniger. Und eine Serie, die mir aber super gut gefallen hat, im ZDF, die hatte ich nämlich angefangen, als meine Oma hier war. Und meine Oma guckt natürlich Fernsehen. Und dann habe ich zufällig da reingeschaut und fand es aber super unterhaltsam und spannend. Und zwar war die Serie Wendehammer. Das ist so ein bisschen das deutsche Desperate Housewives. Ist nicht so wirklich vergleichbar. Ich finde es, wird halt so beworben, weil die halt alle in einer Straße wohnen. Aber ich fand es einfach sehr unterhaltsam, sehr lustig und auch spannend, muss ich ehrlich sagen. Und einfach einen netten Zeitvertreib, wenn man mal abschalten will. Also kann ich euch in der Mediathek die Sendung empfehlen, Wendehammer. Geht um einfach 4 Frauen und deren Lebensrealitäten. Finde ich ziemlich nett erzählt. Und ja, schaut mal vorbei. Das war das Einzige, was ich geschaut habe. Fand ich aber super unterhaltsam und ich hoffe, dass es weitergeht. Und an Podcasts habe ich jetzt ein paar für mich entdeckt. Und zwar habe ich wieder viel Hebammensalon gehört, passend zum Thema natürlich, von der Sissi Rasche und der Karin Dannhauer. Das ist einfach, finde ich, ein super Podcast. Alles um Thema Schwangerschaft, aber auch später Babypflege und so weiter. Da gibt es auch ganz tolle Folgen, einfach ja rund ums Thema, wenn das Baby auch schon da ist. In der Schwangerschaft habe ich den Podcast auch oft gehört und den kann ich euch einfach sehr ans Herz legen, wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr schwanger seid. Ansonsten mochte ich den Podcast von Sascha Lobo und seiner Frau, Freundin, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, ganz gerne, Feel the News. Das ist dann wieder eher ins Journalistische, Politische, aber auch da, finde ich, machen die sehr gute Arbeit. Ich finde, die haben einfach sehr gute Themen. Oft habe ich mir auch sehr gerne angehört. Also die beiden, würde ich sagen, waren es vom Podcasten her. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingspodcasts sind. Also ich bin da gerade momentan ganz angetan, höre relativ viele Podcasts, weil man das auch mal super beim Stillen machen kann. Das ist besser und leichter tatsächlich, als was anzuschauen. So Leute, das waren meine Favoriten. Ich hoffe wie immer, dass es euch unterhalten hat. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was eure Favoriten waren. Auch unbedingt die Podcasts, eure Lieblingsserien. Ich bin immer offen für Tipps und freue mich immer total, wenn wir uns da austauschen in den Kommentaren. Und schreibt mir auch mal, was für Videos euch interessieren würden. Und ich freue mich, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt und kommentiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis ganz bald. Ciao.